Thema ist waagerechter Wurf. Ich hatte einen Versuch gemacht. Und zwar habe ich hier an der Stelle hier an der Stelle, das habe ich im Stehen gemacht, habe ich zwei Körper runterfallen lassen. Zwei Knallerbsen, sage ich jetzt mal aus Spaß. Einen habe ich fallen lassen und der anderen habe ich einen Schubs nach vorne. Schön waagerecht gegeben. Und lustigerweise sind sie beide zur gleichen Zeit aufgekommen. Peng. Deswegen habe ich auch das Rote aus Spaß hingemalt. In Wahrheit habe ich zwei kleine Gewichtsstücken genommen, beide gleich groß und die sind beide zur gleichen Zeit unten auf den Holzfußboden aufgeschlagen, man hatte das als einziges Klack gehört. Daraus haben wir gefolgert, dass sich hier lediglich zwei Komponenten der Geschwindigkeiten zu einer dritten überlagern. Und zwar eine vertikale Geschwindigkeit und eine horizontale. Und das Schicke an der ganzen Betrachtungsweise ist, wenn ich mir das klar mache, dann kann ich sogar auch den schrägen Wurf noch Schlussfolgerung ziehen. Aber das will ich noch nicht. Ich kann Folgendes machen. Dunkelblau kann ich Folgendes errechnen. Da gilt also A ist gleich V durch T oder die Formel S ist gleich A halbe T Quadrat. Die kann ich da direkt anwenden, denn es handelt sich um eine gleichförmig beschleunigte Bewegung. Beschleunigt durch die Erdbeschleunigung, das heißt, ich kann hier in diesem Fall getrost auch ein G draus machen. Die Erdbeschleunigung. So, und jetzt ist es eine Sache. Ich kann diese Formeln also anwenden, das ist die eine Sache, das war vertikal. Ich kann die anwenden und kann durchaus, wenn ich die Fallhöhe weiß, also S zum Beispiel, dann kann ich Rückschlüsse per Formel darauf schließen, wie viel Zeit wird es gebraucht haben, oder ich habe die Zeit gemessen, dann kann ich auf den Weg schließen und so weiter, was wir alles schon bei den anderen Würfen gemacht haben. Das wäre bei dem puren senkrechten Fall. Da wir aber durch das gleichzeitige Aufschlagen wissen, dass diese beiden letztendlich die gleiche Vertikalkomponente der beiden Geschwindigkeiten, zwei Geschwindigkeitskomponenten haben, kann ich auch auf diese Bahn hier, auf diese resultierende Bahn, diese grüne hier eigentlich, die ich jetzt mal Aubergine male, kann ich auch auf diese schließen. Denn hier gilt Folgendes. Ich kann sagen, die horizontale Komponente, die ist eine unbeschleunigte Bewegung. Warum? An der Stelle habe ich aufgehört zu beschleunigen. Hier genau an der Stelle habe ich aufgehört zu beschleunigen, denn ich habe losgelassen. Und jetzt immer, wir betrachten alles ideal ohne Luftwiderstand. Jetzt ohne Luftwiderstand betrachtet, ist dieser Körper, wenn er nicht leider von der Erde angezogen würde, ganz einwandfrei geradeaus unbeschleunigt weitergeflogen mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wie komme ich aber auf die? Na, die ist V gleich S durch T. Nämlich die Formel für die unbeschleunigte Bewegung. Und jetzt ist es auch leicht, denn wenn ich aus diesen hier entweder t oder gar s ermittelt habe, irgendwie, dann kann ich das hier in diesem Fall entsprechend einsetzen und kann damit automatisch mir auch diesen Weg hier, diesen, oh, Moment, diesen hier unten errechnen, beziehungsweise ich kann diesen Weg hier unten ermitteln. Das wäre dieser. Und aus der Fallzeit, nur aus der puren Fallzeit, kann ich dann entsprechend die Geschwindigkeit VH ermitteln. Das war die ganze Grundüberlegung am waagerechten Wurf. Und das können wir jetzt natürlich mit allerlei anderen Dingen nachvollziehen und belegen. So, in der Formelsammlung findet man das sogenannte Ort-Zeitstrich-Gesetz. Herrje. Und zwar steht da x ist V0 mal t und y ist minus g halbe mal t Quadrat. Wenn man ein bisschen hinschaut, erkennt man Gleichnisse. Denn wenn ich diese Formel zum Beispiel hier umstelle, diese, dann kann ich sagen, V mal t, ich habe hier mal t genommen, ist gleich s. Ach so, jetzt heißt es ja aber blöderweise hier, V mal t ist gleich s und hier heißt es x ist V0 mal t. Was ist mit V0 gemeint? V0 ist ganz einfach die Geschwindigkeit, die dieses Objekt schon hat. Ich könnte es anders sagen, das ist VH horizontal, so dolle wie ich es geworfen habe. Gucken wir uns die zweite an. Y ist gleich minus g halbe t Quadrat. Naja, S ist gleich g halbe t Quadrat, hatten wir hier geschrieben. Na gut, das geht. So schlimm ist es gar nicht. Was hat es mit x und y zu tun? Ganz einfach. X, y kommen daher, und vor allem dieses Minus, kommen daher, ich werfe etwas hinunter und wenn ich hier ein Koordinatensystem einbastle, hier habe ich die X, Moment, hier habe ich die X-Achse und hier die Y-Achse, dann fange ich an, hier vom Nullpunkt aus zu werfen. V horizontal, es wäre V0,
Und jetzt, die x-Komponente ist die Horizontale. Und warum minus g halbe t Quadrat? Na, weil es nach unten fällt, weil es in den Minusbereich kommt. Daher kommt dieses blöde Minus. Wenn ich das nicht weiß und anfange zu rechnen und sage, negative Wege gibt es nicht, dann kriege ich einen Schreck. Also cool bleiben. Ich empfehle, das ist jetzt nur eine Empfehlung, nicht mit x und y zu arbeiten, sondern mir das nochmal klarer zu machen. Dann kann man immer noch umsteigen. Trotzdem hat dieses Ort-Zeit-Gesetz seine Berechtigung. Denn ich kann Folgendes tun. Wenn ich nämlich hier sage, y ist minus g halbe t Quadrat, bin ich auf einer ganz wunderbaren Geschichte. Ich habe hier eine Art Funktion. Y ist minus g halbe t Quadrat. Diese Funktion, die kann durchaus heißen, die schreibe ich mal in hellblau, f von x ist gleich minus g halbe, das ist wie eine Art Anstieg, und dann mal t Quadrat. So ähnlich kann ich es mir vorstellen. Das heißt, ich kann dann jeden einzelnen Zeitpunkt t, den kann ich mir hier einfach schnappen und sagen, ich setze t ein und weiß dann, ob ich hier oder gerade hier oder gerade hier oder gerade sonst wo bin. Insofern hat es seine Berechtigung, wenn man mit Formeln umzugehen weiß und Funktionen damit kombinieren kann, dann geht das sehr gut. Aber das werden wir jetzt nochmal durchdiskutieren und dann eventuell das eine oder das andere, je nachdem, was euch besser liegt, schnappen. Wir versuchen es jetzt erstmal nur aus der puren Logik und lassen das Ganze mit dem Koordinatensystem noch weg. Und zwar, wir haben aus 7 Meter Höhe schon mal etwas herausgeworfen. Wir haben dazu, ich glaube, 1,3 Sekunden gebraucht. Das wäre die Fallzeit und das war die Höhe, wie wir geworfen haben. So, jetzt überlegen wir, ob wir aus dem gleichen Fenster eine 16 Meter entfernte Tischtennisplatte mit diesem Ding treffen, wenn wir dem Ding nur entsprechend Vorwärtsgeschwindigkeit geben. Und das wird unser erster Teil, also V horizontales zu ermitteln, wie viel Vorwärtsgeschwindigkeit müssen wir dem Biest geben, damit wir es schaffen. Und wir überlegen uns weiterhin, hier steht ein Hindernis, alles klar. Hier steht ein Hindernis, über das wir drüber werfen müssen, und das steht nach 8, nach, auch nach 7 Metern. Und jetzt überlegen wir, schaffen wir das? Wie müssen wir rangehen? Naja, uns stehen ja wesentliche Formeln zu, hier oben anzuwenden, und die werden wir jetzt mal gleich nutzen. Wenn, also, das wäre das, und der zweite Teil wäre, ist die Höhe bei 7 Meter horizontal ausreichend. Und da geht man wie folgt dran. Wie machen wir es? Das diskutieren wir kurz und dann präsentieren wir die Lösung. Zu Hause anhalten und überlegen. Genau, unsere Überlegung war folgende. Wir haben gesagt, okay, von hier bis hierher haben wir so viel Zeit, bis die Vertikalkomponente dafür gesorgt hat, dass das Ding von 7 Meter Höhe auf 0 Meter gekommen ist. Das heißt, die Vertikalkomponente wirkt hier ständig, ständig, ständig. Und irgendwann ist das Ding so oder so unten. Mit anderen Worten, wir rechnen VH ganz einfach so, indem wir sagen, das sind 16 Meter, S durch T, ne? 16 Meter geteilt durch 1,3 Sekunden. Das kann man ganz locker ausrechnen und dann kommen wir auf irgendeinen Wert. Tippt's mal wieder ein. So, das heißt, wir haben es jetzt ausgerechnet, das sind 12,3 Meter pro Sekunde. Naja, das sind schon 45 Kilometer pro Stunde, so umgerechnet, wenn man sagt, 25 Meter pro Sekunde sind 90 km/h, ne? Dann ist es knapp unter 45 Kilometer pro Stunde. Kann man sich das vorstellen? Das ist relativ schnell geschmissen. Gut, das war die Vorwärtskomponente und die Geschwindigkeit, die nötig ist, damit ich bis hier ankomme. Wie gesagt, ich habe nämlich nur diese, für diese 16 Meter, nur die 1,3 Sekunden Zeit, denn ab da ist das Ding unten und dann muss ich fertig sein mit meiner Strecke von 16 Metern. Andere Frage war ja, wie groß ist die Höhe von hier bis hier in einer Entfernung von 7 Metern? Diese Höhe, das ist die, die ich meinte, die hier. Das war ja die zweite Frage. Nehmen wir mal an, ich habe hier unterwegs ein Volleyballnetz und ich will da drüber werfen, dann muss ich überlegen, schaffe ich das? Und das Volleyballnetz steht in 7 Meter Entfernung. Wie hoch darf das also sein, dass ich gerade noch so drüber komme? Tja, wie geht man dabei? Ganz genau. Jetzt muss ich Folgendes machen. Jetzt ermittle ich am besten zuerst diese Zeit, die ich brauche für die 7 Meter.
Eine Horizontalzeit, aber auf 7 Meter bezogen. Deswegen sage ich TH7. Und da kann ich sagen, weil ja die Horizontalkomponente, ich weiß übrigens schon, wie schnell der Gegenstand ist, da die Horizontalkomponente ja ausreicht, eine unbeschleunigte Bewegung ist, sage ich V ist gleich S durch T. Ich nehme mal T und teile durch V. Dann habe ich T ist gleich S durch V. Und das kann man ganz einfach frei ausrechnen. Da sagt, ich mache mal hier weiter. S durch V, S hatten wir 7 Meter lediglich. Und wir wollen durch 12,3 Meter pro Sekunde, muss ich jetzt nichts dazu sagen, Doppel-Doppelbruch hier. Das kürzt sich. Bitte mal eintippen, wie viel Zeit habe ich bis hierher? Wie viel Zeit vergeht von hier bis hier? T. Tippt mal ein. So, jetzt haben wir die schnell mal ausgerechnet. Hier diese Zeit bis hierher. Da ist sie. Ach so, kann man nicht so unterstreichen. Okay, hier ist die Zeit. Und wenn ich diese Zeit habe, dann kann ich wieder jetzt sagen, diese Zeit ist aber auch gleich der Fallzeit, die dieser Höhe entspricht, die ich von hier oben verwunden habe. Also, was mache ich? Ich sage ganz einfach, die Fallzeit nehme ich für folgende Formel. Die Fallzeit mache ich jetzt mal lieber dunkelgrün hier mit der Höhe zusammen. Also, hier habe ich die gleiche T, diese 0,5 noch was Sekunden, 0,57 Sekunden. Also, und jetzt geht's los. Welche Formel muss ich aber nehmen, wenn ich die Abwärtskomponente mir schnappe? Dann bleibt nur übrig. Ganz genau so ist es. Wenn ich mir diese Formeln angucke, sage ich, die Vertikalkomponente, jetzt zu der zugehörigen Zeit, die ich hier ermittelt hatte, ist nun mal diese Formel hier. Und die schnappe ich mir, S ist G halbe T Quadrat. Und dann sage ich, das ist einfach, S ist G halbe und T Quadrat, wenn ich das einsetze, ist das 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und das Ganze mal 0,57 Sekunden in Klammern zum Quadrat. Achtung, ich muss Sekunden quadrieren und 0,57 quadrieren und die ganze Sache eintippen und das ist dann nicht mehr so schwer. Die Quadratsekunden werden sich rauskürzen. Ich kriege also einen Meter geliefert. Haben wir schon besprochen. Tipp's mal bitte ein. Ja, danke. Ja, das kommt immer von den Quadraten. Diese zwei habe ich noch unter dem Bruchstrich vergessen. Genau, hier diese zwei. Richtig, also dann bitte ich drum, jetzt mal eintippen. Gut, jetzt haben wir 1,59 Meter raus. Na, so. Das heißt also, in diesen 0,5 Sekunden ist das Ding um 1, noch was Meter, 1,59 Meter gefallen. So, und jetzt kann ich mir überlegen, 1,59 Meter gefallen, reicht das aus? Wie hoch war die Teppichstange und so weiter? Das ist alles nicht das Problem mehr, hoffe ich. Ich mache mal Pause. So, alle Fragen sind geklärt, wir schließen das Video ab.